Nerdig. Ich glaube, ich lerne auch sehr viel, obwohl ich Informatiker bin. Einführung in SSRF. Ich wusste nicht einmal, was SSRF ist. Jetzt habe ich eine Ahnung, weil ich es mit ihm vorbesprochen habe. Ich will nicht vorgreifen. Er erklärt uns das. Das ist Malte. Hallo Malte. Schön bist du hier. Du studierst oder doktorierst mittlerweile an der TU Braunschweig. Und ja, bringst uns heute dieses Thema näher. Und ich freue mich, viel Neues zu lernen. Herzlichen Applaus und herzlich willkommen hier. Ja, danke für die liebe Einführung. Ich habe den sperrigen Titel Einführung in SSRF. Mögliche Angriffe, was man trotz PHP dagegen tun kann. Kurz an mich, ich bin Doktorand an der TU Braunschweig am Institut für Anwendungssicherheit. Ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren mit dem Thema und ich versuche das heute mal euch näher zu bringen als so Einführung. Es wird technisch, ich setze ein gewisses Grundverständnis voraus, aber ich versuche euch alle mitzunehmen. Ich hoffe, das klappt. In meiner Freizeit bin ich auch noch im datenanfragen.de e.V. aktiv. Das ist ein kleiner gemeinnütziger Verein aus Deutschland. Da kümmern wir uns so um DSGVO-Durchsetzung und Recherchen. Außerdem spiele ich auch mal gerne CTF mit bei dem Braunschweiger Team der Cyber Task Force Zero. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wenn man so ein bisschen Security-Nachrichten mitliest, dann stolpert man vielleicht öfter mal über Beiträge, wo unter anderem erwähnt wird, dass ein System gehackt wird, weil unter anderem SSRF vorkommt. Das ist zum Beispiel bei TorchSurf gewesen vor ein, zwei Jahren oder bei Microsoft Exchange, wer nutzt das schon, oder jetzt kürzlich bei Ivanti. Jetzt ist die Frage, man liest das vielleicht ab und an mal, SSRF, aber was bedeutet das eigentlich? Und das möchte ich heute machen mit euch. SSRF, das ist kurz für Server-Side Request Forgery. Und wie der Name schon sagt, steckt da drin Server-Side Request. Ne? Das ist Englisch für eine serverseitige Anfrage. Wenn ich mit meinem Browser eine Webseite besuche, dann macht mein Browser eine Netzwerkanfrage auf den Server. Ne? Ich muss ja die Webseite anzeigen. Zum Beispiel, wenn ich auf den Winterkongress gehen möchte, dann frage ich den Winterkongress an, gib mir bitte diese Webseite. Wenn das jetzt aber ein Server macht, dann ist das keine Client-Side, also clientseitige Anfrage, sondern eine serverseitige Anfrage. Und um die soll es heute gehen. Ich versuche jetzt mal so ein paar Beispiele einzubringen in PHP. Einerseits, weil ich PHP für eine lustige Sprache halte, weil man da ziemlich viel Unsinn mitmachen kann. Andererseits ist PHP immer noch, oder leider, die meistverbreitete Sprache auf Serverseite. Genau. Vielleicht ein kurzes Beispiel, damit ihr euch besser vorstellen könnt, was ist so ein SSR, wofür wird die benutzt? Wenn ihr in einem Messenger eurer Wahl einen Link verschickt, dann gibt es da meistens irgendwie so eine Vorschau für. Das ist jetzt zum Beispiel in Matrix. Wenn man in Matrix einen Link schickt, einen unverschlüsselten Chat, dann generiert ein Matrix eine kurze Vorschau. In diesem Fall steht da nicht viel, sondern halt nur Winterkongress und Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Aber die Information, die dahinter steht, die kommt nicht von euch, wenn ihr den Link schickt, sondern die holt der Server für euch von der Seite. Ne? Sprich, der Server macht eine Anfrage. Wenn ihr ein bisschen programmiert oder ein bisschen bastelt, dann habt ihr vielleicht schon mal Webhooks benutzt. Das ist ein Tool, mit dem man relativ einfach Programme automatisieren kann. Zum Beispiel GitLab. Da macht GitLab dann für euch eine Anfrage zu euch oder eurem Server, damit ihr dann, keine Ahnung, einen Bot basteln könnt, der euch eine Nachricht schickt, wenn irgendwas committed wurde oder sowas. Generell gilt, wenn mit eurem Server irgendwie APIs bedient, dann sind diese Server-Requests natürlich auch serverseitig, weil da spricht ihr mit irgendeiner API und macht für euch eine Anfrage. Genau. So als Beispiel für heute möchte ich auch mal so eine Link-Preview mit euch basteln und dann gucken wir mal, was da so schief gehen könnte. Damit es einfach bleibt, machen wir heute erstmal keinen Fancy-Kram, sondern generieren uns nur eine Vorschau, die den Titel anzeigt der Webseite. Sprich, bei dem Link winterkongress.ch würde dann Winterkongress 2024 rauskommen sollen. Das habe ich jetzt auch mitgebracht und vorbereitet in PHP. Wir sehen hier links in der Grafik ist der Nutzer, der sagt uns mit dem tollen Pfeil auf unsere Webseite, die in diesem Fall auf example.org liegt, hey, ich hätte gerne eine Preview für den Winterkongress. Wir in der Mitte als Server kriegen diese Anfrage. Im PHP-Code oben würden wir uns dann aus der URL, aus dem GET-Parameter, das ist der Teil nach dem Fragezeichen, uns die URL rausziehen, um zu bestimmen, wofür wir eine Vorschau generieren sollen. Dann würden wir, in PHP geht das mit der Funktion file-get-contents, diese URL einlesen. Denkt ihr vielleicht, das heißt irgendwie file-get-contents, aber wir tun eine URL da rein. Da beginnt die Magie von PHP, denn PHP nimmt bei Dateien, bei Sachen, die eigentlich Dateien erwarten, unter anderem auch URLs. Sprich, wir können damit auch externe Dinge anfragen. Das machen wir dann auch. Wir greifen auf dem Server vom Winterkongress zu und sagen ihm, hey, gib mal bitte deine Seite.
Der gibt dann HTML zurück, also so die Sprache, in der halt das Web aufgebaut ist. Und jetzt machen wir was ganz Ekliges, nur für heute. Wir prickeln uns da den Titel raus mit der regulären Ausdruck. Macht das nicht, das ist nur ein dummes Beispiel für heute. Aber am Ende haben wir dann in diesem Matches-Objekt den Titel drinstehen und den geben wir dann zurück und haben wunderbar eine Link-Preview generiert. Ne? Sprich, wir machen für die Anfrage eine weitere Anfrage und dieser rechte Teil ist dann die Server-Side-Request, weil wir als Server eine Anfrage machen, eine Netzwerkanfrage. Jetzt ist die Frage, was kann da so schiefgehen, wenn die Person links nicht normale Nutzer, Nutzerin ist, sondern ein Angreifer oder eine Angreiferin. Die könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass wir uns selber anfragen und dadurch Dinge, die vielleicht gar nicht öffentlich verfügbar sein sollten, naja, anfragen und dann zurückliefern. Und dann weiß die Person Dinge über unsere internen Systeme, die wir eigentlich gar nicht draußen haben wollen. Denn SSF wird lose definiert als, wenn es ein Attacker schafft, eine App dazu zu bewegen, eine Request zu senden an eine unexpected destination. Das ist lose paraphrasiert von OWASP. Das könnte konkret so aussehen. Wir haben irgendwie eine Firewall und die sorgt dafür, dass unser Webserver da unten, mit dem kann man sprechen von außen und der kann mit anderen sprechen, um also eine Preview zu generieren. Aber der hat vielleicht auch eine Datenbank. Und clever wie wir sind, ist diese Datenbank erstmal nicht im Internet. Das wäre ein bisschen doof. Sprich, wenn der Angreifer kommt und versucht, auf die Datenbank zuzugreifen, dann sagt die nö und da geht's nicht weiter. Das müssen nicht unbedingt auch zwei echte Server sein. Das könnte auch ein System sein, auf dem halt zwei Dienste laufen. Wenn jetzt aber der Angreifer hingeht und der verwundbaren App sagt per SSRF, hey du, frag doch mal bitte diesen Server an, der bei dem lokalen Netzwerk läuft. Dann macht der Server das natürlich gerne, weil der ist ja an der Stelle dann angreifbar. Und die Datenbank sieht nur, ach, das kommt ja aus meiner Firewall, das kommt ja gar nicht von extern, die Firewall sitzt gar nicht dazwischen und das kommt ja hier aus der Region, das bediene ich doch gerne. Gibt ihm doch gerne das Ergebnis zurück und der Webserver nimmt dann auch brav das Ergebnis und schickt das wieder an den Angreifer. Sprich, mit SSRF können unter Umständen so Sachen wie Firewalls umgangen werden. Entsprechend ist das oft bei so großen Angriffen ein Stück des Puzzles. Beziehungsweise es ist ein Sprungbrett zu anderen Diensten, wie in diesem Fall zum Beispiel eine Datenbank. Deswegen haben wir ganz am Anfang in dem Beispiel auch nicht nur gesehen, mit SSRF wurden Dinge angegriffen, sondern mit SSRF und Komma, Komma, Komma. Zum Beispiel bei diesem Torch-Surf-Beispiel, da wurde SSRF genutzt, um halt ein böses Modell reinzuladen. Anderes kurzes Beispiel, wenn ein Angreifer jemand anders angreifen möchte, dann könnte er dafür sorgen, dass wir für ihn diesen Angriff ausführen. Das habe ich jetzt mal hier mit so einem roten Virus dargestellt. Er könnte uns dazu bringen, dass wir das weitergeben an den externen Dienst. Das geht dann bei dem hoch. Der sieht aber, das kommt von uns und verdächtigt vielleicht uns. Und der Angreifer kann dadurch so ein bisschen seine Spuren verwischen. So, das ist alles nicht ganz so schön. Was machen wir jetzt dagegen? Wir müssten auf Application-Ebene, gehe ich jetzt von aus, Netzwerkebene kommen wir später auch ganz kurz zu, also so Netzwerk-Requests finden und irgendwie absichern. Das Finden ist gar nicht so leicht. In PHP zum Beispiel, wie ich schon angesprochen habe. PHP erlaubt es per Default mit der Allow-URL-F-Open-Einstellung, dass Funktionen, die eine Datei erwarten, auch eine URL akzeptieren. Sprich, es gibt eine Menge Funktionen, von denen man es gar nicht erwartet, dass die auch eine Netzwerk-Request auslesen könnten. Mein persönlicher Favorit ist da zum Beispiel GetImageSize. Damit kann ich die physikalische Größe eines Bildes bestimmen. Das geht aber auch für Bilder, die irgendwo im Internet liegen. Oder das schon benannte File-Get-Contents. Was ich auch ulkig fand, ist die Funktion GetHeaders. Die macht keine Head-Request, sondern Get-Request. Das fand ich faszinierend. Oder OpenDir, was auch, naja, OpenDir für Verzeichnis öffnen, öffnet auch gerne Remote-Verzeichnisse. Früher gab es ein anderes Problem mit XML. Wenn ihr kein PHP 5 mehr benutzt, ist kein Problem mehr für euch. Und falls ihr PHP 5 benutzt, dann habt ihr ganz andere Probleme. Genau. Insofern nehmen wir an, wir haben jetzt alle Sachen gefunden. Wie können wir jetzt diese einzelnen Stellen, wo wir so eine Netzwerk-Request machen, absichern? Der erste Gedanke wäre vielleicht, wir kriegen die URL rein als String. Also könnten wir so ein bisschen String-Matching machen und schauen, dass wir die URL daraus kriegen. Zum Beispiel könnte man hingehen und sagen, wenn der Localhost drin vorkommt, also ne, das lokale System in der URL, dann ignorieren wir das und schmeißen das weg. Da könnte aber der Angreifer hinkommen und nicht Localhost angeben, sondern halt die IP 127.0.0.1. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, das ist mein lokales Gerät. Sprich, wenn ich nach Localhost suche, dann finde ich das und am Ende habe ich nichts gewonnen. Klar, könnten wir jetzt auch danach suchen und das wegschmeißen, aber dann könnte der Angreifer zum Beispiel die IP nehmen und die IP in Hex encodieren.
Das ist einfach nur eine andere Darstellungsform. Das klappt auch wunderbar, zeigt uns aber, naja, auf String-Ebene macht das keinen Spaß. Und vielleicht als letztes Beispiel, es gibt die wunderbare Welt von Unicode. Da kann man wunderbare Sonderzeichen darstellen mit Emojis oder so eine 7 in einem Kreis. Und ich habe es mal ausprobiert. Ich habe hier unten ein PHP-Fenster aufgemacht. Da nehme ich jetzt Curl. Das sind die anderen Möglichkeiten, PHP-Netzwerk-Requests zu machen. Und habe da jetzt 127.0.1 reingeschrieben. Aber die 7 ist keine normale 7, sondern die 7 im Kreis. Und jetzt habe ich hier oben einen Server, der lauscht auf Anfragen. Und tada, die Anfrage kommt an, als wäre es eine ganz normale 7 gewesen. Sprich, der 7 im Kreis wird ignoriert. Das ist einfach eine normale 7. Damit möchte ich sagen, auf String-Ebene können wir es einfach direkt lassen. Da gibt es immer irgendwelche Kombinationen, irgendwelche Tricks. Das macht keinen Spaß. Wir sollten die URL also vielleicht lieber als Domain prüfen. Da können wir jetzt anfangen mit regulären Ausdruck. Das ist Unsinn. Wenn wir zum Beispiel sagen, da muss example.com drin vorkommen, dann kann der Angreifer einfach example.com ans Ende dran schreiben. Das macht alles keinen Spaß. Deswegen besser wäre es, einen vernünftigen URL-Parser zu bedienen. Das ist ein Ding, das nimmt den String der URL und zerlegt ihn in seine einzelnen Komponente. Und zum Beispiel können wir mit PHP hier sagen, parse URL und gib uns mal den Host, also das Gerät, das wir anfragen möchten. Das sähe dann etwa so aus, wir nehmen die URL, lassen uns die von PHP parsen, dann haben wir eine Liste an Dingen und dann vergleichen wir mit der Liste und wenn uns das Ergebnis gefällt, dann machen wir die Request. Und wenn uns das Ergebnis nicht gefällt, dann lassen wir es einfach. Jetzt habe ich einfach gesagt, wir haben eine Liste, aber es gibt so zwei große Prinzipien, wie wir so eine Liste bauen könnten. Wir könnten entweder eine Allow-List haben, also eine Liste, die Sachen erlaubt, sprich einschließend. Wenn ich vorher weiß genau, ich möchte nur A, B und C anfragen können, dann kann ich das so machen. Die andere Alternative wäre eine sogenannte Deny-Liste, also eine ausschließende Liste, wo ich sagen kann, ich möchte eigentlich alles erlauben, aber bloß nicht X, Y und Z. Allow-List ist erstmal einfacher und auch sicherer, deswegen fangen wir damit mal an. Wir könnten jetzt also wieder die URL nehmen als Input, uns dann mit PHP den Host geben lassen und dann eine Liste anlegen an Hosts, die wir vertrauen und die wir anfragen möchten. In diesem Fall jetzt app.com und good.example. Und dann prüfen wir, ist der Host, den wir jetzt bekommen haben, in diesem Array drin, sprich ist er in der Liste drin. Und wenn wir rausfinden, ja, dem ist so, dann machen wir die Request. Das ist ein bisschen abstrakt. Instanzieren wir das mal. In dem Beispiel wäre jetzt app.com da rausgekommen. Wir stellen fest, ja, das ist eine Liste. Passt, machen wir. Wenn jetzt ein Angreifer da Localhost reingibt, dann stellen wir fest, ja, der Host ist Localhost. Nein, ist nicht eine Liste. Lassen wir lieber. Da sind wir soweit auf der richtigen Seite. Jetzt kann man noch einen kurzen Exkurs machen. Und zwar gibt es das wunderbare Angriffsfeld der URL-Parser-Confusion. Ich habe gerade gesagt, wir nehmen jetzt einen Parser und das passt dann. Aber URLs sind doch ein relativ komplexes Format. Und da will ich jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen, aber euch nur ein kurzes Beispiel zeigen, was ich von einem wunderbaren Black Hat Talk geklaut habe. Das ist jetzt eine URL, die ist nicht ganz standardkonform. Da haben wir plötzlich wie ein Und und ein Add drin und auch so ein Hashtag. Und es gibt hier drei Blöcke, die man als Host wahrnehmen könnten. Hier das 111, 222 und 333. Und jetzt gibt es URL-Parser, die sagen, dieser 111-Block, das ist der Host. Und dann gibt es Parser, die sagen, dieser 222-Block, nee, das ist der Host. Und es gibt wieder welche, die sagen, nee, der 333-Block, ne, das ist der Host. Worauf ich hinaus möchte, ist, wir sollten zuschauen, dass wir, wenn wir Anwendungen schreiben, immer nur einen Parser benutzen. Sonst könnten Angreifer die Unterschiede zwischen den verschiedenen Parsern ausnutzen und sagen, der erste macht den Check, da sagen wir dann das 111, das passt, aber der zweite führt es dann aus und der gibt was anderes zurück. Das gilt übrigens auch ganz allgemein. Immer wenn ihr merkt, ich brauche gerade einen Parser, versucht immer nur einen zu nehmen. In der Vergangenheit gab es sogar innerhalb von PHP Unterschiede zwischen den Parsern, aber das wird gefixt, das können wir jetzt ausklammern. Insofern, wenn wir so ein Szenario haben, wo wir eine Allow-List haben, also vorher wissen, was wir genau anfragen möchten und nicht mehr, dann nehmen wir einen guten Parser und sind schon mal auf einer guten Seite. Wenn wir allerdings, wie bei der URL-Preview, nicht wissen, was wir alles wollen, sondern nur wissen, was wir auf keinen Fall wollen, weil so eine URL-Preview wäre ja witzlos, wenn wir da vorher festlegen müssten, welche URLs ich previewen kann, dann brauche ich mir eine Deny-List. Das bauen wir ähnlich auf. Wir parsen wieder die URL. Diesmal haben wir eine Liste an Hosts, dem wir nicht vertrauen. In diesem Fall jetzt als Beispiel mein Localhost, weil das wollen wir halt verhindern, dass auf Localhost zugegriffen wird, und evil.com. Und jetzt gucken wir, ist das in der Liste drin? Und wenn das nicht in der Liste ist,
ne, das Ausrufezeichen, dann machen wir die Request. Als Beispiel wieder app.com ist nicht eine Liste. Wunderbar, machen wir. Würde Angreifer kommen und versuchen, Localhost abzurufen, dann stellen wir fest, das ist eine Liste drin, wir lassen das. Das wirkt ja erstmal ganz wunderbar, als hätten wir jetzt eben eine Lösung gefunden. Wenn wir uns das mal wieder grafisch angucken, wir kriegen die URL rein, parsen die zum Host, gucken, ist der Host eine Liste, dann hören wir auf und sonst machen wir weiter. Aber was heißt eigentlich, machen wir weiter genau? An der Stelle, wo wir die Request machen, nehmen wir wieder die URL, nehmen uns den Host daraus und machen eine sogenannte DNS-Abfrage. Sprich, wir nehmen die Domain und fragen den DNS-Server, hey, welcher IP ist das eigentlich? Denn die Computer, die Server sprechen ja nicht auf Domain, also Namenslevel miteinander, sondern auf IP-Ebene. Sprich, ich brauche die IP, um einen Server zu erreichen. Das heißt aber auch, wir vergleichen irgendwie Hosts, also die Namen, und machen dann die Request einer IP. Und da ist so ein gewisser Mismatch. Denn, wenn man zum Beispiel hier mal ein Beispiel nimmt und sich fbi.com anschaut, das ist nicht von irgendeiner Geheimdienstbehörde, sondern von irgendwem. Das resolved nämlich auf 127001, sprich Localhost. Was ich damit sagen möchte ist, wir sehen, Domains könnten auf beliebige Dinge resolven im zweiten Schritt. Und wir können vorher nicht wissen, welche Domains alle auf Sachen resolven, die wir nicht haben wollen. Wie zum Beispiel fbi.com. Das wusste ich, bevor ich angefangen habe, dieser Forschung nicht, dass fbi.com Localhost ist. Also nicht ist, aber entspricht. Und selbst wenn wir das wissen würden, könnte Angreifer jederzeit neue Domains anlegen. Und dann haben wir eine abschließende Liste. Der Angreifer klickt sich eine neue Domain und hat dann wieder unsere Liste umgangen. Also auf Domain-Ebene können wir also auch keine Liste anfertigen. Da müssten wir vielleicht auch mal anfangen, DNS zu benutzen und dann direkt IPs vergleichen. Das habe ich mal wieder gebaut. Wir parsen uns die URL, nehmen uns den Host daraus. Dann nehmen wir uns die IP. Das geht in PHP mit getHostByName. Und dann gucken wir diesmal nicht, ob das eine Liste von verbotenen Hosts ist, sondern eine Liste von verbotenen IPs. Und wenn dem nicht so ist, dann machen wir das. Das klappt dann jetzt vielleicht mit fbi.com. Da kriegen wir jetzt die IP raus, sehen, oh Mist, die ist in der Liste, lassen wir. Grafisch sah es wieder so aus. Wir nehmen uns den Host, machen eine DNS-Abfrage, haben eine Liste an IPs, gucken, ist die IP auf der Liste? Wenn ja, lassen wir es. Wenn die auf der Liste drauf ist, nicht drauf ist, dann machen wir die Request. Jetzt auch hier wieder die doofe Lupe. Was heißt das nochmal genau? Wir machen die Request. Na, wir nehmen wieder die URL, nehmen uns den Host daraus und gucken, was die IP davon ist. Und wir sehen, wir haben jetzt zweimal eine DNS-Anfrage. Also wir sagen zweimal, lieber Server, DNS-Server, was ist eigentlich die IP für diese Domain? Und dazwischen haben wir einen ganz kurzen zeitlichen Unterschied, je nachdem, wie ausgelastet wir sind. Und hier bietet sich jetzt Potenzial für einen Angriff. Der nennt sich TOCDU. Also das heißt, es ist kurz für Time of Check to Time of Use. Sprich, Zeit der Überprüfung hier links zum Zeit der Benutzung hier rechts. Ein findiger Angreifer könnte jetzt nämlich eine Seite anlegen, die so schnell ihre IP wechselt für den einen DNS-Antrag, dass in der Zwischenzeit, wo wir überprüfen und wo wir es benutzen, sich die IP gewechselt hat und wir den Check bestehen, aber da auf einer Seite landen, auf der wir gar nicht landen wollten. Das ist auch gar nicht theoretisch. Da gibt es im Internet zum Glück oder auch nicht fertige Dienste für. Da schmeiße ich zwei IPs rein, kriege unten eine Domain und die wechselt immer ziemlich schnell zwischen beiden IPs. Und mit ein bisschen Glück läuft das dann so ab. Ich kriege die Domain rein, mache meinen Check und frage, hey, lieber Server, welcher IP bist du? Und dann sagt er mir 1111. Okay, dem vertraue ich, passt. Dann sage ich, okay, können wir anfangen, machen wir die Request. Dann läuft aber in der Zwischenzeit der Time-to-Live-Eintrag, also der Server sagt uns, hey, hier ist das Ergebnis, aber das hält nur ganz kurz. Also in der Zwischenzeit ist er schon wieder invalide und wir müssten, wenn wir jetzt die SSR machen, wieder eine DNS-Abfrage starten. Diesmal returnt der Server, weil wir als Angreifer ein bisschen Glück haben, 127001. Der Check ist aber schon längst bestanden, das Malwerk läuft, die Steine rollen und die Abfrage läuft und wir requesten am Ende dann doch wieder 127001. Obwohl wir das ja explizit nicht wollten. Da macht es also Peng. Was ist jetzt die Lösung? Wir benutzen DNS-Pinning oder IP-Pinning. Sprich, wir nehmen die IP, die wir benutzt haben zum Prüfen und recyceln die. Wir benutzen die wieder für die Anfrage. Wir sehen zu, dass wir die gleiche IP benutzen bei der echten Anfrage, wie wir es geprüft haben.
damit wir diesen Unterschied nicht drin haben. Das wäre händisch ein bisschen frickelig. Man müsste dann ja die Domain nehmen und durch die IP ersetzen. Und das macht keinen Spaß. Da kann man schnell Fehler dazu bringen. Aber zum Glück gibt es auch ein paar fertige Lösungen für. In PHP zum Beispiel, wenn ihr eh schon das Framework Symfony benutzt, die bringen einen HTTP-Client mit, der kann das schon. Der heißt No Private Network HTTP-Client und der macht genau das. Der sorgt dafür, dass ihr keine privaten Netzwerke anschreibt. Ihr könnt ihm alternativ aber auch IPs geben, die ihr nicht anfragen sollte. Wenn ihr das nicht benutzt, dann gibt es so Dinge wie SafeCurl. Das ist ein Ersatz für das normale Curl. Der hat solche Protections schon eingebaut. Unter anderem gegen DNS-Rebinding. Den Namen habe ich gerade noch gar nicht benutzt. Dieser Angriff heißt DNS-Rebinding, wenn wir das TalkTo-File benutzen, hier im Kontext von DNS. Insofern als Takeaway, wenn wir so ein Denialist-Szenario haben, also wir wissen, was auf keinen Fall angefragt werden sollten, aber nicht, was angefragt werden darf, dann nehmen wir eine Denialist und nutzen DNS-Pinning. Jetzt rede ich immer von so Listen. Aber die ganzen Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, die basieren alle auf diesen Listen. Und die sind auch nur so gut, wie diese Listen gut sind. An sich ist das Allowlist-Verfahren besser, weil ich da eine endliche Menge habe, die ich vorher überblicken kann, was ich vertraue und was möglich ist. Aber dafür muss ich immer wissen, was ich allen vertrauen kann. Sind das vielleicht Domains, die mir gehören? Domains, denen ich vertraue? Was heißt Vertrauen? Vielleicht läuft die Domain mal aus? Alles doof. Falls ich das nicht weiß, dann muss ich ja alles Unerwünschte ausschließen in der Denialist. Aber das ist gar nicht so leicht. Das sind oft lokale IPs, aber nicht nur. Wenn ihr zum Beispiel auf einem Cloud-Server läuft, dann habt ihr oft da irgendwie so eine IP, die ist vielleicht technisch nicht lokal, aber die erreicht ihr nur aus der Cloud heraus, weil da irgendwie so Management-Kram liegt. Oder ihr seid in einem riesigen Netz von irgendeiner Firma hinter irgendeiner NAT und ihr wisst gar nicht, welche IPs alle böse sind oder geheim sind. Oder ihr nutzt IPv6 unter anderem und da gibt es ganz viele lustige IP-Funktionen wie die Ranges oder Anycast, wo ihr Dinge machen könnt, die ihr vorher gar nicht wisst. Also wenn ich so eine Liste baue, muss ich mir genau überlegen, wo laufe ich eigentlich und was möchte ich eigentlich, was nicht erreicht werden kann. Genau. Kommen wir zu einem ganz anderen Beispiel, einem anderen Angriff. So ein Angreifer, der könnte uns eine URL reingeben. Ne? Nehmen wir mal an, wir geben jetzt nicht nur einen Titel zurück, sondern alles. Dann könnte der uns eine URL geben und die hat diesmal das Schema FTP, sprich, das ist so ein File-Server irgendwo im Internet und irgendeine Domain und irgendeine File. Zum Beispiel jetzt hier so ein Film-MKV auf der seriös aussehenden Seite gratisfilme.io. Falls es die wirklich gibt, sorry, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das klappt. Warum klappt das? Wir hatten ja vorher noch HTTP, aber PHP unterstützt eine ganze Menge an Protokollen, unter anderem auch FTP. Sprich, wir könnten jetzt hier für einen Angreifer spielen wir FTP-Client. Der hat vielleicht nur HTTP-Zugriff, weil er irgendwie im Internetcafé sitzt oder hat aber keinen Bock darauf, selbst was zu machen, dann machen wir das für den gewissermaßen. Also unfreiwillig. Das nennt sich dann Protokoll-Bridging, also Protokolle überbrücken, weil der Angreifer es mit uns schafft, von HTTP auf FTP zu springen. Und PHP an sich kann da schon eine ganze Menge an Protokollen. Aber PHP kann ja auch Curl. Das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Curl ist so die eine Netzwerkbibliothek oder Netzwerkprogramm. Und das wird überall deployed. Das ist in jedem von euren Handys. Curl läuft sogar auf dem Mars und kann eine ganze Menge. Und Curl ist auch super, aber kann unter anderem auch das Protokoll Gopher. Und entsprechend kann auch PHP das, weil PHP hat ja Curl. Und Gopher muss man nicht kennen. Das ist so eine obskure Alternative zu HTTP, hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt. Gibt so ein paar hundert Server im Internet, die das sprechen, aber auch nicht weiter wichtig. Ich habe mal so eine Beispiel-Gopher-URL mitgebracht. Sprich, das Schema beginnt mit Gopher. Wir haben wieder einen Host. Wir könnten noch einen Port angeben, wenn wir möchten. Und dann haben wir nach dem Slash so die Dinge. Die Null, das ist der eine Teil von Gopher. Das ist ein Steuerzeichen und sagt, was für eine Art von Sache gerade angefragt wird. Das ist für uns eher uninteressant. Was der Server dann sieht, ist in der ersten Anfrage file.txt. Sprich, alles nach dem einen Steuerzeichen wird aber direkt in den Server geschickt. Und weil Gopher, dieses obskure Protokoll, also so leicht zu bedienen ist und da so wenig passiert, können wir damit ein bisschen Unsinn anstellen. Weil halt direkt die Dinge nach dem Steuerzeichen einfach weggeschickt werden. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine relativ lange Gopher-URL, aber ich bringe jetzt mit euch Schritt für Schritt Klarheit rein. Wir haben eine Gopher-URL, die zeigt auf 127.0.1, also in etwa Localhost, also mein lokales Gerät. Dann sagt die aber, hey, wir hätten gern Port 25. Ja, okay, das kann ja legitim sein, da liegt natürlich irgendwas Spannendes.
Das ist jetzt URL-Encoded, damit das im Browser schön ansieht, angezeigt wird oder halt im Client funktioniert. Ich mache das URL-Encoding mal weg. Dann haben wir hier ein paar Spaces dazu bekommen und ein paar New Lines. Wir erinnern uns, das erste Zeichen nach dem Slash können wir ignorieren. Das sieht der Server nicht. Das ist nur von Gopher egal für uns. Sprich, der Server sieht am Ende sowas. Wenn ihr jetzt so ein bisschen schon mal einen Server administriert habt, dann wird euch bei Port 25 irgendwie eine Glocke klingeln und vielleicht auch jetzt bei dem Ding. Wir sehen hier Mail from und dann to und irgendwie data. Richtig, wir haben jetzt geschafft, mit Gopher an unseren Mail-Server eine Nachricht zu schicken. Und ne, wenn wir jetzt einen Mail-Server ein Kommando schicken, was macht er dann? In diesem Fall eine E-Mail verschicken. Sprich, dank der Angreifer könnte es jetzt über uns schaffen, indem er über Gopher springt, was von Curl benutzt wird, gewissermaßen das Protokoll zu überspringen hin zu SMTP. Sprich, er kann eine E-Mail verschicken über uns. Und das wollen wir vermutlich gar nicht. Auch das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Da gibt es fertige Tools für, die das für einen generieren. Das kommt aus dem Tool hier, Gopherus heißt das. Und damit kann ich noch ganz anderen lustigen Kram machen. Die kann zum Beispiel per Default auch Sachen generieren für so Sachen wie SQL-Server, sprich eine Datenbank. Wenn eine Datenbank auf meinem System läuft, dann vertraut die meistens allen Anfragen, die von dem Gerät selber kommen. Ne? Weil läuft der auf dem Gerät, dem kann ich vertrauen, passt schon. Wenn wir jetzt über SSLF eine Anfrage machen von unserem lokalen Gerät, dann kommt die bei Datenbank an, die merkt das nicht, dass das irgendwie böse ist und beantwortet das und dann können wir jetzt beliebige Datenbankabfragen machen oder halt Daten hinzufügen. Noch schlimmer wird es vielleicht, wenn wir sowas haben wie einen Redis-Server. Wenn wir mit dem sprechen können, dann können wir auch direkt Kommandos ausführen auf dem Server und dann ist eh alles verloren. Insofern, Takeaway für heute, wenn wir so Requests machen, dann sollten wir zusehen, dass wir die Protokolle festlegen. Das heißt in 99,9% der Fälle, dass wir nur HTTP akzeptieren möchten. Und HTTPS natürlich. Was man auch vermeiden sollte, ist so ein Denial-of-Service-Angriff. Sprich, ein Angreifer könnte uns sagen, hey, ich hätte gerne Preview hierfür. Und das hierfür ist auch vom Angreifer kontrolliert. Deswegen auch hier dieser böse Emoji. Der könnte jetzt das Übles zurückschicken. Zum Beispiel eine Zip-Bombe. Das ist so eine Datei, die ist ganz klein. Und wenn ich die anfange aufzumachen, dann wird die immer größer und irgendwann stürze ich ab. Das ist ungut. Oder wenn jetzt ich hinkomme und von meinem Server was haben möchte, zum Beispiel eine Link-Preview, wenn ich nicht aufgepasst habe, mache ich vielleicht nicht nur eine Request nach außen, sondern drei. Sprich, wenn der Angreifer mir eine Request schickt, schicke ich drei nach draußen. Sprich, er könnte mich benutzen, um irgendwie seinen Angriff, wenn er jemanden lahmlegen möchte, dann zu verstärken mit dem Faktor 3 oder noch schlimmer. Das ist doof für mich, weil da habe ich plötzlich ganz viel Bandbreite, die nach außen geht. Das ist doof für die Seite, die halt irgendwie erreicht wird, weil die kriegt plötzlich ganz viel Bandbreite rein. Das ist vielleicht sogar doppelt doof für mich, weil vielleicht merkt das irgendwer und fängt an, mich zu sperren. Und dann wurde ich plötzlich gesperrt und weiß gar nicht, warum. Insofern, das Takeaway dafür für heute ist, wir sollten einführen, Rate Limits einzuführen. Also maximale Bandbreiten, sowohl nach innen als auch nach außen, als auch für Rechenzeit einführen. Und jetzt haben wir viel gesprochen über ganz viele wunderbare Lösungen. Und jetzt zeige ich euch noch einen Trick, mit dem wir alle wieder ausschalten können. Denn im Web gibt es ganz oft Redirects. Das kennt ihr wahrscheinlich, ihr klickt auf einen kurzen Link und dann orgelt der Browser so ein bisschen und dann ist der Link ganz lang. Das heißt, der Server hat euch weitergeleitet zu einer anderen Seite. Das ist ganz legitim. Heißt aber für uns, wenn wir alle Checks überstehen und beim Server angelandet sind und der Server ist böse, was wir vorher nicht wussten, könntet ihr uns sagen, ach du, der Content, den du suchst, der ist gar nicht hier, der ist auf Localhost. Und wenn wir jetzt so ein Client sind, dann akzeptieren wir das einfach und dann gehen wir auf Localhost. Unsere ganzen tollen Checks wurden umgangen und der Angreifer kriegt, was er haben wollte. Das ist auch nicht so gut. Deswegen das nächste Takeaway für uns für heute, wir sollten zusehen, dass wir Redirects ausschalten. Oder, wenn wir die brauchen, nach jedem Redirect schauen, dass alle unsere Überprüfungen, die wir jetzt eingeführt haben, immer noch standhalten. Eine andere kleine Sache, so aus der Web-Security, da ist es oft wichtig, dass der Browser weiß, woher die Daten kommen, die er gerade anzeigt. Und wenn wir jetzt eine Lücke haben, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht missbraucht werden dafür, dass der Ursprung von Content vertuscht wird. Sprich, wir sollten nicht zum Verstecken benutzt werden können. Und da gibt es ein paar diverse Best-Practice-Regeln für. Unter anderem sollten wir den Content, den wir kriegen durch die Server-Side-Request, nicht eins zu eins zurückspiegeln. Wir sollten also irgendwas daran ändern, was irgendwie einpacken oder so. Wir sollten auf keinen Fall den Access-Control-Low-Origin-Header auf Sternchen setzen. Das heißt effektiv, machen wir alles aus, das wollen wir nicht. Oder was wir auch machen könnten, ist
ein Content Disposition Header auf Attachment setzen. Das heißt effektiv nur, lieber Browser, wenn du das hier kriegst, zeig das bitte auf keinen Fall an, lad das einfach herunter. Das werdet ihr vielleicht festgestellt haben, manchmal im Internet, wenn ihr auf einen Film klickt, manchmal wird das angezeigt im Browser, manchmal fängt ihr an, das runterzuladen. Das ist dieser Header, der dem Browser sagt, bitte jetzt anzeigen oder bitte jetzt runterladen. Und wenn wir sagen, bitte jetzt runterladen, dann können wir gar nicht in die Situation kommen, wo unser Content angezeigt wird und wir da für so eine Origin-Wäsche, wenn ich jetzt mal, benutzt werden. Insofern, wenn mein Takeaway jetzt für heute, wir sollten die Antwort sicher ausgeben. Jetzt noch als letztes Beispiel. Jetzt hatten wir bislang davon geredet, dass wir so eine Titel zurückgeben als Beispiel. Aber das ist ein bisschen langweilig. In Telegram zum Beispiel habe ich jetzt einen Link gepostet zu Datenanfragen, also der NGO, und da gibt es dann irgendwie noch so ein buntes Bildchen dazu. Das ist eigentlich relativ sinnvoll standardisiert, wie das ablaufen sollte, aber man könnte ja auch annehmen, ja, nehmen wir mal einen Screenshot lieber. Wir haben keinen Bock, das irgendwie nach Standard zu machen. Machen viele. Sprich, wir würden jetzt diese Anfrage reinkriegen, ich hätte gerne einen Screenshot hier für diese Seite, in diesem Fall jetzt wieder Winterkongress, und dann nutzen wir jetzt auf dem Server einen Browser. Denn wie machen wir einen Screenshot von der Seite? Na, wir brauchen halt einen Browser. Also macht dieser Browser für uns die Anfrage auf dem Winterkongress, kriegt ihr das HTML rein und fragt dann noch viel mehr ab. Ne, so das CSS, damit schön wird, oder Sachen wie das Icon als Bild, damit er auch Bilder anzeigen kann. Und dann nimmt dieser Browser, der bei uns auf dem Server liegt, das, verarbeitet das, macht ein Bild, schickt das zurück. Und dann können wir dem Nutzer so ein schönes Bild anzeigen. Das ist auch ganz wunderbar, aber das heißt ja im effektiv, dass wir die Antwort, die wir kriegen, parsen und ausführen. Und das hat immer so ein gewisses Risikopotenzial. Und das Web oder Browser sind ja auch super komplexe Mechanismen. Entsprechend haben die auch super viel Angriffsfläche. Wenn ihr es mal verfolgt, euer Browser auf eurem Handys oder auf euren Laptops, der wird ziemlich oft geupdatet. Da gibt es ziemlich oft irgendwelche Sicherheitsschwachstellen, die gefixt werden. Das Problem ist, so ein Browser auf einem Server, der updatet sich meistens nicht automatisch. Da lege ich einmal eine Version fest und dann mache ich das auch super bewusst, damit das dann mit dieser Version halt läuft und dann vergesse ich das vielleicht für die nächsten 3 Jahre. Das ist aber ein bisschen ungünstig bei so Sachen wie Browsern, die halt so eine enorme Fluktuation haben und so eine enorme Angriffsfläche. Und Kollegen von mir haben das mal untersucht und die haben da 22 so ein Paper zu veröffentlicht und festgestellt, dass so ziemlich alle Browser, die irgendwie existieren auf der Serverseite, naja, outdated sind. Das sind zum großen Teil halt alte Chromes. Und zwar so alt, dass es halt Schwachstellen gibt, die bekannt sind und öffentlich sind und die man dann angreifen könnte. Das machen wir natürlich nicht, aber das ist eine Gefahr. Generalisiert können wir es auch beschreiben als, wir werden dazu genötigt, eine Seite anzufragen, die auch böse ist. Die gibt uns was zurück, was bei uns irgendwie Peng macht und dann haben wir ganz viele Sorgen. Insofern sollten wir zusehen, dass wir immer alles schön up-to-date halten, insbesondere wenn wir einen Browser haben. Und jetzt nehmen wir uns schon langsam mit meinem Ende, also der Ende des Vortrags. Meine Takeaways für euch für heute sein sollten, wenn ihr mal irgendwann in einer Situation seid, wo ihr merkt, oh Mist, ich mache gerade als Server eine Request, dann beachtet so ein paar Dinge. Versucht diese allgemeine Einstellung zu tätigen, über die wir jetzt gesprochen haben, sowas wie, wir wollen nur HTTP haben, wir wollen keine Redirects folgen. Überlegt euch genau, wisst ihr vorher schon, welche Ziele es gibt? Und wenn ja, dann definiert ihr das genau und macht so eine Allowlist, das ist prinzipiell schöner. Alternativ baut euch eine solide Deny-List, also Dinge, die ihr nicht haben wollt. Mit dem Allowlist-Szenario seid ihr schon relativ sicher dabei. Mit dem anderen Szenario achtet darauf, dass ihr halt IP-Pinning betreibt, sonst seid ihr angreifbar wieder, weil sonst müssten wir diese ganzen 3 Schritte durchexerzieren. Das macht keinen Spaß. Des Weiteren könnt ihr euch überlegen, ob ihr auf der anderen Ebene als der Application-Level was macht dagegen. Zum Beispiel gab es ja vor ein paar Stunden hier einen Vortrag zu Isolation auf Netzwerkebene. Oder ich könnte dafür sorgen, dass ich verschiedene Netzwerkfragmente habe. Oder ich habe vielleicht einen Proxy-Server, der für mich solche Anfragen macht, dass ihr das irgendwie auf der anderen Ebene voneinander trennt. Genau, das wäre es soweit von mir. Falls ihr Fragen habt, gleich gerne stellen. Alternativ erreicht ihr mich auch gerne auf Mastodon hier als Malte mit 2 E oder auch per E-Mail. Dankeschön. Danke für den Vortrag. Ich bin sehr froh, dass du nicht am Ende bist, sondern nur der Vortrag am Ende ist, weil wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen jetzt. Wäre schade, wenn du die Themen nicht mehr beantworten könntest. Das nimmt mich jetzt unter, wie viele Web-Developer es hat, die schlechtes Gewissen bekommen haben, weil sie alles nicht mitachtet haben oder vielleicht ganz viele clevere Fragen haben oder deine Ansätze challengen können.
ich sehe, ihr seid noch, ihr traut euch noch nicht so. Dann stelle ich noch eine Dummy-Frage, weil ich bin nicht Web-Developer, ich darf. Ja, gerne. Du hast so bei dem Time-Switch gesagt, was Paul gesagt, ja, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, dann ist in dem Moment, wo wir anfragen, gleich die richtige IP. Genau. Also ich nehme an, der Angriff läuft dann einfach so, ich frage so oft, bis ich einmal das Glück gehabt habe. Als Angreifer muss man Glück haben, weil das alles zeitbasiert und da gibt es so Netzwerklatenzen, da habe ich nicht die volle Kontrolle drunter. Also als Angreifer kann ich einfach so lange draufhämmern, bis es funktioniert. Und insofern muss ich Glück haben, ja. Aber irgendwann wird es klappen. Ja. Da hast du entweder ein Denial of Service. Genau. Oder irgendwann dann Glück gehabt. Genau. Und dann, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist bei den Redirect, hast du gesagt, ja, wir schalten Redirect aus, aber macht das Redirect nicht der eigentlich angefragte Server? Kannst du das überhaupt beeinflussen? Oder was habe ich da nicht verstanden? Also, wenn ich normalerweise als Browser eine Seite anfrage, dann sagt ihr mir vielleicht, hey, das, was du suchst, ist gar nicht hier, lieber Browser. Und dann sagt ihr dem Browser, hey, schau lieber woanders. Mhm. Und an der Stelle haben wir keinen Browser, sondern halt PHP als Browser. Sprich, der Server, den wir anfragen, sagt dann, das ist gar nicht hier, geh lieber woanders hin. Und dann kriege ich als PHP das wieder zurück und gehe woanders hin. Und das woanders ist in diesem Fall ich selber. Und damit wurde ich ausgetrickst. Ja, also es sagt dir, dass du woanders hingehen musst. Genau, und dann kannst du sagen, ja, ich gehe nicht woanders hin, ich bleibe jetzt schön mal hier. Genau. Ja, dann hast du das. Okay, das habe ich nicht verstanden. Ja. Ja. Nicht direkt deine Frage eigentlich, aber also vielen Dank für den Vortrag zuerst mal. Mein Bauchgefühl ist, dass, ich sage jetzt einfach mal du, ein bisschen großzügig bist mit den Leuten, die keine Denial-Listen brauchen unterwegs. Also in dem Moment, wo ich die Allow-Liste brauche, bin ich angewiesen auf die Fenton Depths. Und dann brauche ich sehr, sehr, sehr viel Tiefe, bevor ich überhaupt halbwegs sicher sagen kann. Also ich wäre dann noch einen Schritt weiter und habe gesagt, ich weiß ganz genau, was ich zurück will und kann das dann nochmals überprüfen, ob ich wirklich das zurückgekriegt habe. Weil eigentlich habe ich in dem Moment den Kampf verloren. Ja, also klar, weiter in Tiefe gehen ist immer besser. Also, mein Bauchgefühl ist, also ich hätte nichts im Bauch. Etwas, was ich mich auch noch gefragt habe, also ich wusste das gar nicht, du hast das Matrix-Server-Beispiel gemacht. Ich habe Matrix auf meinem Handy. Hm? Ja. Ich mir war gar nicht bewusst, dass eigentlich, wenn ich so die Link-Vorschau habe, dass der Server macht. Bei Matrix ist das... Also ich meine, es ist generell, es könnte ja auch dann ein App-Feature sein. Wäre das eine Möglichkeit für dich, das Problem zu umgehen? Dann würdest du es halt, würdest dann das Problem auf die nächste Ebene halt verschoben. Ja, da habe ich auch jetzt schon öfter drüber nachgedacht. Es ist halt auch die Frage, ob es der Empfänger macht oder der Versender. Empfänger wäre doof, weil dann kann ich den ja kontrollieren, wo der hingeht und dann kann ich den so angreifen, was wir jetzt hatten, nur auf der Empfängerseite. Als Absender... Aus dem Bauch heraus wüsste ich gerade nichts, was dagegen spricht. Aber vielleicht haben sich ja schon kluge Menschen Gedanken zu gemacht. Ja, kannst du das Mikrofon bitte benutzen, damit auch die Leute im Stream deine Kommentare hören? Danke vielmals. Also das Problem, wenn du es auf den Client abschiebst, ist dann nachher, ist der Client natürlich angreifbar. Du kannst jetzt dem eine URL unterjubeln, die zum Beispiel auf seinen eigenen internen Router zeigt und da böse Dinge tut. Das müsstest du also trotzdem alles eigentlich abfangen, auch auf der Client-Seite, nicht nur auf der Server-Seite, wenn du zulässt, dass der Client für dich irgendwelche Abfragen macht. Aber das gleiche Problem hast du auch beim Browser. Also ja, also der Punkt ist, wenn du, sag ich, Web-App-Developer bist, dann kannst du sagen, mir egal, es ist jetzt das Problem des Native-App-Developers und du kannst das Problem einfach weitergehen. Das Problem ist nicht gelöst, es ist dann auf einer anderen Ebene, aber du kannst das Problem in dem Fall weiterschieben. Ja. Noch andere Fragen oder Kommentare von eurer Seite? Alle erschlagen. Alle wissen jetzt, wo sie ihre jetzt schnell heimgehen und ihre Websites patchen. Gut, ja, dann machen wir es so, dann verabschieden wir dich jetzt hier offiziell. Dann könnt ihr ihn nachher ganz
persönlich und privat noch weiter fragen, wo niemand mehr zuhört, kein Stream, keine Aufzeichnung und kein Sitznachbar. Herzlichen Dank nochmal für den Vortrag und du bist sicher noch hier für persönliche Fragen. Genau. Genau. Also gut, dann. Dankeschön.